Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute teste ich mal wieder einen Roller und zwar den Peugeot Speedfeld 4. Aber ja, das ist der neue mit Einspritzung, also nicht mehr Vergaser. Also es ist nach wie vor ein Zweitakter, glaube ich. Ja, genau, und das ist der Roller von ihm. Und er erzählt jetzt noch mal ein bisschen was über den Roller. Ja, genau, eigentlich, also der ist jetzt ein Jahr alt, der ist komplett original noch, nichts verändert, außer die Zündkerze einmal gewechselt. Ja, das einzige Problem ist teilweise, wenn man aus 30er-Zone oder so rausfährt, dass der Gashahn ein bisschen klemmt. Dass er keine Gashahn mehr nachher hat. Aber sonst ist noch gut. Ja, okay. Also ist ein 45er Roller, ne? Genau, 45, kann aber auch 42, 43, 53, 52. Ja, genau. Ist ja noch im legalen Bereich. Und ja, Leute, den werde ich heute mal Probe fahren. Weil ja, die Videos, wo ich Roller oder so Probe fahre, kommen echt gut an. Und ja. Boah, es ist komisch, mal wieder Speedfight zu fahren. So. Huch. Ja gut, dann bis gleich, ne? Boah, es ist komisch, ungewohnt. Und schon sitze ich mal wieder auf dem neuen Speedfight 4. Stoppschild natürlich anhalten. Schulterblick. Boah, ist das komisch, ey, dass man wieder Variomatic fährt. Und ja, es ist gerade mal wieder bestes Wetter hier. Und ja, ich hatte eben per Instagram mal so gefragt, wer Bock hat, mir deren Fahrzeuge zur Verfügung zu stellen. Also halt für so Testvideos wie dieses hier. Und ja, da hat sich halt hier ein netter Kollege gemeldet. Ich bin mit dem auch schon mal gefahren. Da war ich mit dem in Ahaus. Also das Video heißt, wir fahren nach Ahaus. Und ja. Boah, ist aber ganz schön luftig hier drauf. Also war aber wohl schon gut, dass ich noch mal eine Jacke angezogen habe. Wie fährt der denn? Einfach schneiden. Und ja, genau, weil das hier ist ja ein umweltfreundlicher, in Anführungszeichen umweltfreundlicher Zweitakter. Also der hat ja keinen Vergaser mehr. Weil die Vergaser-Zweitakter ja nicht mehr gebaut werden dürfen. Und ja, deswegen ist es ein Zweitakter mit Einspritzung. Und ich finde sogar original hat dieser mehr Leistung wie der Zweitakter mit Vergaser. Also meiner Meinung nach. Was haben wir da denn? Also kommt mir gerade tatsächlich so vor, dass der mehr Leistung hat. Oh, erstmal die Kurvenlage gewöhnen hier. So, dann machen wir jetzt einmal einen Topspeed. So, 50, 51, 52. Ja, gut, mehr als 52 kommt gerade nicht, aber ja, 53. Ja, für die Stadt reicht es ja, wie ich finde. Und da Leute, viele meinen auch so zu mir: Ey, du fährst Simson und Roller, hä? Das passt eigentlich nicht zusammen. Und Leute, ganz ehrlich, wie gesagt, ich fahre einfach das, worauf ich Bock habe. Und ja, ich halte von der Sache, ja, Simson-Fahrer hassen Rollerfahrer oder andersrum, halte ich wirklich gar nichts. Also gibt ja auch viele, die schreiben immer so, ja, Roller sichten und vernichten und so. Leute, ganz ehrlich, ich halte da gar nichts von. Also ich fahre das, worauf ich Bock habe. Und ja, es sind aber auch schon wieder ganz viele Motorradfahrer unterwegs. Ja, okay, heute ist ja auch Sonntag, super schönes Wetter, wir haben 22 Grad oder so. Nochmal einen kleinen Soundcheck hier. Ah. Ja, okay. Bei Variomatic kommt halt nicht so viel, ne, weil man den halt nicht so hochdrehen kann. So, 0 bis 50 gerade noch einmal schnell gemacht. Kleinen Bremsentest. Okay. Sorry. Der musste jetzt aber sein.
Na gut, Beschleunigung 0 bis 50 würde ich mal schätzen, ist ungefähr so, als wenn ich jetzt mit der Simme von 0 bis 50 beschleunige. Aber halt stufenlos. Aber ja klar, Kurvenlage ist halt natürlich nach wie vor erstmal ganz schön ungewohnt, wenn man vorher nur Simson fährt, beziehungsweise einen längeren Zeitraum. Oh, ich hatte ihm jetzt gar nicht gesagt, wie lange ich weg bin. Ich hoffe, ich bin noch nicht zu lange weg. Ui. Das ist aber frech. Boah, wie fahren die hier eigentlich alle, ey? Muss aber echt schon sagen, also gut schieben tut er ja, also von 0 bis 50 natürlich, also darüber halt nicht. Ich glaube auch, diese Roller, die sind auch irgendwie elektronisch gedrosselt oder so, also die kann man nicht so einfach entdrosseln wie Vergaserroller. Was ist das denn da vorne für ein Ding, Alter? Hm? Die fahren aber auch, die Leute. Hä? Na toll, jetzt ist dieses Ding da vorne weg. Mein Gott, nee, ey. Mann, ey. Haha, welch geiles Ding. Das ist Elektro. Krasse Beschleunigung. Zack, aus. Ganz schön ungewohnt, so abzusteigen. Ja. So. Ja, da habe ich's. Und ja, dann denkt dran, Leute, also wenn ihr auch wollt, dass ich mal eure Fahrzeuge teste, dann schreibt mich gerne auf Instagram an. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.